Nach dem vielen Trubel brauche ich etwas Ruhe. Lasst uns in den Tempel zu beten gehen. Opferlämmer allerbeste Qualität. Frische Früchte. Kaufen die Tücher heute zum Sonderpreis. Souvenirs aus Jerusalem, nehmen Sie sich eine Erinnerung mit nach Hause. Geld wechseln, wir können Sie Geld wechseln. Frische Früchte, frische Früchte, frische Früchte. Frische Früchte, frische Früchte, frische Früchte. Frische Früchte, frische Früchte. Das kann wohl nicht wahr sein. Hinaus mit euch! Wie könnt ihr den Tempel so entweihen? In der Schrift steht, dass Gottes Haus zum Beten da ist. Aber ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Hinaus! Wie soll man bei dem lernen, Ruhe zum Gebet finden? Weg damit! Alles überflüssiger Ballast, der vom Wesentlichen ablenkt. Was ist denn das Wesentliche? Du bist ein Schriftgelehrter und fragst mich. Ja, sag mir, welches ist das höchste Gebot? Du sollst Gott von ganzem Herzen lieben und deinen Nächsten genauso wie dich selbst. Denn so steht es im Gesetz geschrieben, du bist vollkommen, wenn du dich daran hältst. Ja, die Liebe ist das höchste Gebot. Jeder braucht sie wie das tägliche Brot. Was die Heilige Schrift uns lehrt, ist mit einem Wort erklärt. Liebe! 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 Wenn du einen Hungern siehst, der nicht zu essen hat, du teilst dein Brot mit ihm und machst ihn satt, dann ist das Liebe. Oder wenn du einen Kranken kennst, der nicht mehr aufstehen kann, du kümmerst dich um ihn und besuchst ihn dann und wann, dann ist das Liebe. Thank you.
Ihr Pharisäer lebt nicht nach der Liebe. Ihr denkt euch unnütze Vorschriften aus, die den Menschen das Leben schwer machen. Dabei haltet ihr euch selbst nicht daran. Eure Frömmigkeit ist nur Heuchelei. So eine Frechheit, das lassen wir uns nicht gefallen. Das Schlimme ist, dass ihr mit eurer Scheinheiligkeit und euren falschen Gesetzen die Menschen abschreckt, die Gott wirklich suchen. Er wird euch dafür bestrafen, denn ihr müsstet es eigentlich besser wissen. Dieser Jesus ist gefährlich. Er schadet unserem Ansehen und hetzt das Volk gegen uns auf. Die Leute hören ihn gern. Es wird gesagt, dass er auch Wunder tut. Er behauptet, dass er der Messias, der Sohn Gottes sei. Unsinn! Er führt die Menschen in die Irre. So kann es auf keinen Fall weitergehen. Jesus muss weg. Das ist nicht so einfach. Er hat 12 Jünger, die immer bei ihm sind. Außerdem sind jetzt beim Passafest so viele Leute in der Stadt. Es würde einen Aufruhr geben. Ich will euch helfen, ihn zu fangen. Wer bist du? Bist du nicht einer von seinen Jüngern? Mein Name ist Judas. Ich will ihn euch verraten. Was gibt er mir dafür? Du kannst 30 Silberlinge haben. Wenn wir heute Abend zusammen das Passafest feiern. Ja, ich erst. Ich habe schon einen Bärenhunger. Du denkst dir ja nur ans Essen. Das Entscheidende dabei ist doch, dass wir daran denken, wie Gott unsere Vorfahren durch Mose aus Ägypten geführt hat. Mose würde sich im Grab herumdrehen, wenn er wüsste, was die Pharisäer heute aus seinem Gesetz gemacht haben. Denen hat Jesus aber heute ganz schön die Meinung gesagt.
Ich finde, Jesus hat vollkommen recht. Wir dienen Gott doch viel mehr, wenn wir uns um unsere Mitmenschen kümmern, statt irgendwelche religiösen Vorschriften einzuhalten. Ich denke auch, dass es so nicht weitergehen kann. Wir brauchen dringend Reformen. Vielleicht sollte man alles, was verändert werden müsste, mal aufschreiben und auf die Tempel hängen, damit es die Pharisäer sehen und darüber nachdenken. Ach, das bringt doch nichts. Die machen sowieso, was sie wollen. Wo ist eigentlich Judas? Der drückt sich wohl wieder von der Arbeit. Da kommt Jesus! Was ist los, Jesus? Warum bist du so traurig? Heute ist doch das Passafest. Freunde, ich muss euch etwas sagen. Einer von euch wird mich verraten. Thank you.
ganz bestimmt. Ihr werdet mich alle im Stich lassen, weil ihr nicht versteht, was geschieht, und werdet auseinanderlaufen wie eine Schafherde, die keine Lippen mehr hat. Aber nach meiner Auferstehung werde ich euch wiedersehen. Was meint ihr denn mit Auferstehung? Ich weiß nicht. Auch wenn alle anderen dich verlassen sollten, ich werde dir immer treu bleiben. Petrus, auch du wirst schwach werden und mich noch heute Nacht, bevor der Hahn kräht, dreimal verleugnen und wirst behaupten, mich nicht zu kennen. Selbst wenn ich sterben müsste, ich werde dich niemals verleugnen. Lasst uns aufbrechen und in den Garten Gethsemane gehen, um etwas frische Luft zu schnappen. Ich will mich zum Gebet zurückziehen. Petrus, Jakobus und Johannes kommen mit mir, die anderen können hier warten. Ich habe furchtbare Angst vor dem, was auf mich zukommt. Bitte wacht und betet mit mir. Das Leiden nicht ersparen. Aber es soll nicht mein Wille geschehen, sondern deiner. Bleibt mir.
nochmals, kannst du mir das Leiden nicht ersparen. Aber es soll nicht mein Wille geschehen, sondern deiner. Vater im Himmel, ich bitte dich zum letzten Mal, kannst du mir das Leiden nicht ersparen? Aber es soll nicht mein Wille geschehen, sondern dein. Ewig weiter schlafen? Steht endlich auf, der Verräter kommt. Derjenige, den ich küssen werde, der ist es. Schlag die Leute fort. Sei gegrüßt, Meister. Judas, warum tust du das? Sind wir nicht Freunde? Aufhören! Petrus, stecke das Schwert wieder ein! Mit Gewalt kann man keine Konflikte lösen. Wer Gewalt ausübt, bekommt nur Gewalt zurück und der Streit wird immer schlimmer. Gott könnte mir eine Armee von Engeln schicken, aber er hat andere Pläne. Und ihr? Bin ich denn ein Schwerverbrecher, dass ihr mich nachts heimlich gefangen nehmen müsst? Habt ihr mich nicht jeden Tag im Tempel antreffen können? Haben wir dich endlich, du Ketzer. Hast du gedacht, wir schauen in aller Ruhe zu, wie du eine Sekte gründest? Wir dulden es nicht, dass du im Tempel predigst und irgendwelche Irrlehren verbreitest. Du glaubst wohl, etwas ganz Besonderes zu sein, hm? Ich werde dir jetzt eine Frage stellen und überlege genau, was du antwortest. Bist du der Christus, der Sohn Gottes? Du sagst es. Ihr habt's gehört, das ist Gotteslästerung. Wie lautet euer Urteil? Tod! Er muss sterben! Er ist unschuldig! Die Römer sollen ihn hinrichten! Ans Kreuz mit ihm! Du kannst uns jetzt gleich beweisen, dass du der Christus bist. Verbinde ihm die Augen. Wenn dir jetzt einer von uns ins Gesicht schlägt, kannst du uns doch bestimmt sagen, wer es war. Als Gottes Sohn bist du schließlich allwissend. Thank you.
Quatsch, lass mich doch in Ruhe. Der da gehört auch zu Jesu. Ich kenne diesen Mann gar nicht. Du bist auch einer von Jesu Jüngern. Ganz bestimmt. Das merkt man an deinem Dialekt. Ich verspreche euch, dass ich Jesus noch nie gesehen habe. Der Hahn schreit. Was habe ich getan? Ich habe Jesus verleugnet, so wie er es vorher gesagt hat. Ich schäme mich so. Statthalter von Jerusalem. Sei gegrüßt, Pontius Pilatus. Wir bringen dir hier einen Aufständischen. Er behauptet von sich, König zu sein. Stimmt das? Bist du der König der Juden? Du sagst es. Das ist nicht wahr! Er ist ein Lügner und Gotteslästerer. Er verbreitet Irrlehren und hetzt das Volk gegen uns auf. Was sagst du zu den Vorwürfen?
Kaiphas, vielleicht seid ihr auch nur eifersüchtig, weil Jesus beim Volk beliebter ist als ihr. Wie ihr wisst, habe ich als römischer Statthalter die Macht, Häftlinge zu begnadigen. Jedes Jahr zum Passafest lasse ich einen Gefangenen frei. So soll es auch diesmal wieder sein. Holt Barabbas aus dem Kerker und versammelt das Volk vor dem Palast. Ihr Leute von Jerusalem sollt heute wählen, wen ich euch freigeben soll. Jesus, der von sich sagt, dass er euer Messias ist, oder Barabbas, ein berüchtigter Schwerverbrecher. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Ihr seid für den Tod von Jesus verantwortlich. Ich gebe euch Barabbas frei. Ich befehle, dass Jesus gekreuzigt wird. Na, du Judenkönig, da wollen wir dich mal in ein prächtiges Gewand kleiden. Und eine Krone brauchst du als König schließlich auch. Ich habe leider nur eine aus Dornen.
Jetzt fehlte ja nur noch das Zepter. Hier. Hoch lebe der König der Juden! Schneller, nur keine Müdigkeit vortäuschen. Oh, noch das noch. Hey, du trägst das Kreuz weiter.
Was machen wir mit seinem Gewand? Es ist noch gut. Lasst uns darum losen, wer das Gewand bekommen soll. Juhu! Was machst du? Ich schreibe ein Schild. Schließlich muss ja auch noch alles seine Ordnung haben. Das ist Jesus, der König der Juden. Wenn du Gottes Sohn bist, dann steig doch vom Kreuz herunter. Wir würden dir dann auch alle glauben. Andern hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen. Gott hat dich wohl verlassen, oder? Warum hilft er dir jetzt nicht? Thank you.
glaube, dieser ist wirklich Gottes Sohn gewesen. Wir haben alle versagt. Genau wie Jesus es vorhergesehen hat. Ich schäme mich so. Ich hatte so gehofft, dass er unser neuer König wird. Nun war alles umsonst. Vielleicht ja doch nicht. Wie meinst du das? Seht mal, was ich hier habe. Ein Weizenkorn. Wisst ihr noch, wie Jesus in einem Gleichnis sagte, dass ein Weizenkorn in die Erde fallen und sterben muss, um Frucht zu bringen? Ich glaube, er musste sterben, um die Welt zu erretten. Hat er nicht auch gesagt, dass er auferstehen wird?
am Schlagzeug Daniel Erhard. Am Solo-Cello Christine Stumpf. Am Klavier mein katholischer Kollege Burkhard Ascherl. An der Klarinette Wilhelm Siegelsson. Das Kammerorchester Bad Kissingen, die beste Bühne als Konzertmeisterin. An der Tontechnik Martin Nelson. Und am Licht der Adrian Münchner. Und hinter der Bühne ein ganz großes Regiehelfer-Team, das ich auch auf die Bühne bitte. Zunächst die Regiehelfer, die zuständig sind, dass immer alle Requisiten rechtzeitig auf die Bühne kommen. Dazu gehört die Leiterin der Regie, Angela Stichler. Leitung der Regie auf der Bühne, Valerie Stichler. Die Chorassistentin und der Petrus aus dem Jahr 2009, heute das schlechte Gewissen von Petrus, Alexandra Jahn. Und meine Co-Dirigentin auf der Bühne, Brigitte Ascher, meine katholische Kollegin, vielen, vielen Dank. Und zufrieden? Zufrieden? Ja. Hat das gefallen? Ja. Ja, ist gut, ist gut, ist gut. Ja, ja, ich habe alles mitgekriegt. Die kleinen Palmen. Ich hatte immer das beste Blickfeld. Ja, das ist gut. Er meistens. Das sieht halt immer nur durch die Linse, aber trotzdem. Hallo, Sönchen, jetzt. Toll. Ihr macht so toll. Ja. 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 Warst du so an mir vorbei? Thank you.
Ich gebe euch Barabbas frei. Wir sagen Dankeschön. Die beiden letzten Vorstellungen am 25. und 26. März sind fast ausverkauft. Ganz wenig Restkarten gibt es noch. Über 70 Mitwirkende. Es ist vollbracht. Das Passionsmusical von Thomas Riegler in der Passionsspielstätte Erlöserkirche. Herzlich willkommen.